geht halt um Folgendes, um die, jetzt hier im Vorspann gesehen mit dem Titel Vor- und Nachteile von Corona. Es gibt Nachteile wie auch Vorteile. Die Nachteile sind für Firmen, also für die Mitarbeiter von den ganzen, die werden entlassen, Kurzarbeit null, weil eben keine Arbeit da ist. Und die haben es eben schwer, weil das Geld ist nicht da und Familien sind da und die Kinder, wenn das die Eltern sind, sind eben zu Hause und mit Homeoffice ist es auch schwierig. Dann grätschen die Kinder dazwischen. Nein, nicht grätschen, aber eben wollen auch beschäftigt werden. Und es gibt auch Vorteile, und zwar für diejenigen, so wie zum Beispiel für mich, weil ich bin seit 89 Rentner, Invalidenrentner, habe Montage- und Maschinenarbeiter gelernt und behinderungsbedingt bin ich berentet worden. Und da habe ich es gut in der Krise, wo man nicht raus kann. Ihr seht es an den Videos, die ich so mache. Und ja, aber das ist schwierig für die Leute, die eben in der Arbeit stehen und dann jetzt Hartz IV beantragen müssen. Leider. Ah ja. Ja. Das ist ein Problem. Und noch eine Sache hätte ich. Soll ich mal live kommen irgendwie, dann ein bisschen das schreiben, wenn nicht, dann nicht. Ich versuche weiterhin auch lustig zu sein und zu blödeln, auch wenn es mir auch nicht einfach geht, einfach in der jetzigen Zeit ohne Partner. Naja, also lass uns mal diskutieren, oder? Schreibt mal drunter, was ihr davon denkt, wenn ich mal live kommen soll. Ist ja heute alles möglich zu machen. Naja. Und vielleicht klappt es ja, dass das Ganze bald vorbei ist. Und da kann jeder dann wieder mit vollem Elan auf andere Leute zugehen. Und es ist eben schwierig, jetzt irgendwie ein Rezept zu geben, wie und was und wo, aber ich versuche, wie gesagt, für Stimmung zu sorgen, und das kommt alles aus mir heraus. Ich bin katholisch und christlich und keine Ahnung, dass das Gewissen ist, was da in einem spricht und so. Und naja, dann, wie gesagt, es ist schwierig, aber für Rentner ist es einfach, also, naja, die Zeit da auch zuzuschlagen. Ich mit meinem Videogramm und spiele auch nebenbei ein bisschen Schach, aber nicht so toll. Also, ein Anfänger, würde ich sagen. Naja, okay. Dann erstmal, bis dann und bleibt gesund und verliert den Humor nicht und schreibt drunter, wie und was, ob ich mal live kommen soll mit hier den Videokram, und dann wir sehen uns auf alle Fälle. Alles Gute und dann bis irgendwann mal. Dann schönen Abend noch und bleibt gesund.